Führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen, ist die Bitte in Matthäus 6, die Bitte eines Gläubigen. Was bedeutet diese und steht diese nicht im Widerspruch zu Jakobus 1, wo es heißt, Gott kann niemanden versuchen? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Das Wort Versuchung hat in der Bibel grundsätzlich zwei Bedeutungen. Zum einen Versuchung im Sinne von Verleitung, Verlockung zur Abweichung, Verleitung zur Abweichung, zur Sünde. Dies wird Gott niemals tun, das kann Gott nicht tun, einen Menschen, einen Gläubigen verleiten zur Sünde. Die Verleitung zur Sünde kommt immer von innen, vom Inneren des Menschen, aus der Begierde des Menschen. Und Versuchung hat eine zweite Bedeutung, Versuchung im Sinne von Erprobung, von Prüfung des Glaubens und des Gehorsams. Das ist das, was Gott mit den Gläubigen tut. Er prüft und erprobt den Glauben der Gläubigen. Und um diese Bedeutung geht es in diesem Vers. Es geht hier um die Bitte eines Gläubigen, dass Gott doch den Gläubigen nicht in Glaubensprüfungen und Erprobungen führen möge. Diese Bitte hat auch den Charakter einer Bewahrung. Es geht ja also scheinbar um Glaubensprüfungen, um Situationen, die im Zusammenhang mit dem Bösen stehen. Der Böse in Person ist zunächst Satan, aber das ist hier nicht gemeint. Es geht hier um das Böse allgemein, also alles gottfeindliche, gefährliche für den Gläubigen, gottfeindliche, gefährliche Situationen. In diesem Zusammenhang scheinen die Prüfungen zu stehen, wie zum Beispiel Verfolgung oder auch bei Hiob, wo die Glaubensprüfungen von Satan selbst durchgeführt wurden. Also es ist legitim für den Gläubigen, Gott darum zu bitten, dass er sie nicht in Glaubensprüfungen führen möge und auch die Gläubigen bewahren möge vor gefährlichen, gottfeindlichen Situationen, auch wenn sie letzten Endes den Glauben des Gläubigen erproben würden. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.